Was geht ab, Leute? Sascha Orsovic hier. Heute haben wir einiges vor. Die Auszüge für ihn hier sind gekommen, dass wir ihn nicht rausziehen können. Wird aber heute nicht funktionieren, denn wir müssen erstmal nach Österreich fahren. Dort meinen alten, neuen, nennt's wie es wollt, PC holen. Dann, davor schon habe ich schon meine Schwester. Mit der fahre ich dann zum Optiker. Die braucht Brillengestelle, also ein Brillengestell. Dann müssen wir in den Copyshop fahren, Papier holen für ihr Konzert, dass wir die Plakate machen können. Und ihr seid live dabei. Zur Post müssen wir ja auch noch. Haben wir was verkauft? Ah, jetzt holen wir erstmal meine Schwester. Wo ist mein Schlüssel? Da ist mein Schlüssel. Auf geht's. Hab meine Schwester gefunden, das ist die Steffi. Die ist auch mit dabei, wie gesagt, Optiker. Jetzt müssen wir erstmal zur Post fahren, damit wir die Einnahmen wieder ausgeben können. Super. Vielleicht fahren wir heute noch in den Copyshop. Ja, habe ich eh schon gesagt, gell? Ja, glaub schon. Weiß nicht, habe ich gesagt, dass wir in den Copyshop fahren? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nein. Egal, zu dir habe ich es sicher nicht gesagt. Snacks geholt. Was haben wir da? Cracker und Spezi und meine Schwester, was hat die? Kaffeesonne und irgendwas. Irgendwas, mein Gott. Weißt du, was passiert ist? Meine Schwester, ne, die hat das Geld in der Tasche einstecken. Das ist mir auch mal passiert. Da habe ich Geld in der Tasche einstecken gehabt. War eine tolle Idee. Habe ich 100 Euro geholt, bin nach Hause, habe mich hingelegt, neben meine Freundin damals. Am nächsten Morgen haben wir Arbeitsklamotten ausgezogen, ne, in die Wäsche, und am nächsten Morgen bin ich dann zum Einkaufen gefahren, bin im Einkaufen. Wo ist mein Geld? Und dann habe ich gerätselt, wo ist mein Geld? Fuck! In der Wäsche, in der Waschmaschine, scheiße. Nach Hause gerast wie ein Blöder. Und Schwein gehabt, dass meine Freundin bis 12 Uhr mittags gepennt hat, ich aber um 8 Uhr schon wach war. Mit anderen Worten, die war noch nicht wach. Und ich habe aus der Wäsche heraus, habe ich meine Hose geholt und die 100 Euro rausgeholt. Das war krass. Aber du wirst lachen. Das habe ich ihr erzählt und ab dem Tag hat sie immer meine Wäsche kontrolliert, ob Geld drin ist. Ich glaube auch, das Geld hätte ich nicht mehr wieder gesehen. So, wir fahren jetzt nach Österreich, holen den PC und dann geht's weiter. Ah, so. Aber der PC, da sind natürlich Starterkabel im Weg, ist klar, ne? Boah, jetzt seid ihr sogar noch umgefallen beim Einladen, ey. Warum macht ihr denn sowas? Da habt ihr doch nichts davon, wenn ihr auf den Boden guckt. Müsst ihr schon weiter nach draußen schauen. So, der PC ist eingeladen. Und jetzt fahren wir zum Optiker. Auf nach Freilassing. Yippie-ki-yay. Und draußen, meine Schwester ist die ganze Zeit im Auto geblieben, während ich da PC gemacht habe. Jetzt sieht die Sicht so aus. So neblig ist es eigentlich gar nicht. Es schneit zwar, aber neblig ist eigentlich nicht. Bloß meine Schwester hat gerade gemeint, sie ist so heiß, so hot, ne? Dass die Scheiben beschlägt. Ja, alle Vogel, ey. Alle Vogel. Wir fahren jetzt zur Optik. Danke. Wow, was für ein Act jetzt hier. Beim Brillenkauf. Leute, ich sag's euch. Wie lange waren wir jetzt da drin? 2 Stunden? Gefühlt ja. Gefühlt waren es mehr. Gefühlt waren es definitiv mehr. Die Leute kann labern. Das war Wahnsinn. Labert mehr als sie. Und die labert ja schon zu früh. Gut, sie labert zu wenig, aber egal. So, Druckerpapier haben wir immer noch keins. Was wir ja auch brauchen. Wunderbar. Jetzt gehen hier meine Scheibenwischer ab, die Blöde. Na toll, super. Geil! So nur noch Schaffee und Druckerpapier und dann geht's wieder zurück. Ich kann. Du kannst? Du kannst, egal, gut, passt. Auf ins Gefecht! Puh, was für ein Tag gestern. Also mittlerweile ist der nächste Tag. PC ist angeschlossen. Der war seit einem Jahr nicht mehr am Stecker. Weder Internet noch Strom. Downloads, also Updates ohne Ende, zum Kotzen. Papier haben wir gestern auch noch bekommen, wie man hier unschwer erkennen kann. Na, schön A3.
und A4 für ihre Plakate und Flyer. Ja, und ich mache jetzt mal die ganzen Updates. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, teilt es, tut ein bisschen abonnieren. Schadet auch nicht, wirklich. Tut auch nicht weh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.